today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. All the roads we have to walk are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe schön. Sido ist schon in den Startlöchern. Wie hat es dir gefallen, die beiden Mädels? Lea, finde ich, hat eine sehr, sehr gute Stimme. Sehr, sehr einzigartige Stimme. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dich mitnehmen. Ich finde tatsächlich, dass Rebecca das besser gesungen hat. Aber ihr zwei habt sehr unterschiedliche Stimmfarben. Und ich glaube, in eurem Fall ist es sehr viel Geschmackssache. Ich kann mich bei diesem Battle nicht entscheiden. Ja, also diese Performance, dieser Moment, das ist die Basis für meine Entscheidung. Und ich finde, ihr beide haben immer noch ein Hindernis vor euch, und das ist irgendwie loszulassen und wirklich die Freiheit zu finden, zu singen ohne Angst. Und wir sind noch nicht dahin gekommen. Aber wer weiterkommt, hat die Chance, wirklich dahin zu kommen. Ich entscheide mich für derjenige, die einfach die bessere Performance geliefert hat heute, weil ich finde beide sehr toll, aber eine war einfach heute besser als die andere. Und deswegen gehe ich auch mit Lea. Lea, herzlichen Glückwunsch, du bist in Sing-Offs! You did an amazing job, well done. Thank you so much. Die Gewinnerin des Battles, Lea, herzlichen Glückwunsch. Bitte. Lea Herz ist weiterhin im Sing-Offs. Ich bin jetzt in den Sing-Offs. Das ist verrückt, weil ich echt niemals gedacht hätte, dass ich es bis dahin schaffe. Rebecca, du hast zwar nicht das Battle gewonnen, aber du hast noch eine Chance. Den Steel-Deal. Also, liebe Coaches, eure Chance ab jetzt.
She's amazing. She's really good. Mark. Shit. Es tut mir leid. Rebecca. Alles gut. Leute, rastet bitte noch mal richtig aus für Rebecca. Danke für deine Stimme. Schön, dass du dabei warst. Rebecca Sengel ist leider raus.